Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17. Wir spielen auf der nordfriesischen Marshmap ohne Gräben und ich habe inzwischen auch auf die 3.0 abgedatet. Vielleicht kommen wir da heute nochmal zu, was es da so Neues zu sehen gibt. Schauen wir mal. Wir müssen jetzt auf jeden Fall endlich mal einen Trailer kaufen, um Diesel transportieren zu können. Ich muss unbedingt die Fahrzeuge tanken. Wir müssen jetzt, diese Folge wahrscheinlich nicht mehr, aber in einer der nächsten Folgen müssen wir mal anfangen, endlich unseren Weizen zu ernten. Und in den letzten Folgen habe ich ja relativ viel verkauft. Das heißt, wir könnten uns dann auch irgendwann demnächst mal neue Felder kaufen und neue Maschinen. Und das gucken wir uns alles mal an. Was wir denn da genau machen werden. Okay, das sieht alles ganz gut aus soweit. Und wir müssen unsere Maschinen auch zurückholen. Wir haben am Hafen einige Fahrzeuge stehen. Ja, dieser hier steht zum Beispiel am Hafen. Und hier müsste aber noch mehr sein. Wir können ja mal aussteigen und mal rumlaufen, was denn hier alles noch so rumsteht. Ach, ich glaube, wir haben hier sogar noch einen stehen, der noch Pellets drauf hat, die wir loswerden müssen. Na, das machen wir doch mal. Steigen wir doch mal ein. Wählen uns hier eine Abladeseite. Den sehen Sie nichts. Und dann schmeißen wir mal die Pellets raus. Auch ein bisschen Geld. Ist ja nie verkehrt. So, was haben wir hier? Jetzt sehen wir auch gleich eine Neuigkeit von der nordfriesischen Marshmap. Oh! Da muss ich wohl noch irgendwas mal zurücksetzen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das sieht noch ein bisschen seltsam aus. Hier sollte der Deich eigentlich nicht bis in den Hafen gehen. Aber da vorne sehen wir schon zwei Kutter. Einen Krabbenkutter und einen Schollenkutter. Und das heißt, wir müssten hier Diesel hinbringen. Wir müssten hier Leerpaletten hinbringen. Und dann kriegen wir Krabben, Granat und Schollen. Was ja nicht so schlecht wäre. So. Wir fahren jetzt erstmal die Fahrzeuge, so wie sie sind, leer, zurück zum Hof. Nochmal mit Follow Me. Andersrum ging das vorhin nicht so gut. Ich bin vorhin, oder gestern in einer der anderen Folgen, weiß ich gar nicht, wann das genau war, bin ich mit dem Deutz vorweggefahren, oder zumindest mit einem Traktor vorweggefahren. Und das war dann von wenig Erfolg gekrönt. Der MAN ist da nicht so wirklich hinterhergefahren. Ich muss jetzt bloß aufpassen, dass ich mit dem MAN nicht zu schnell fahre. Weil der Deutz natürlich längst nicht so schnell kann wie der MAN. Da können wir auch von außen gucken. Und dann geht's ab. Zurück zum Hof. Das sollte der Deutz aber können. Wir hinterherfahren. Der Geschwindigkeit. Fahren wir mal hier durchs Dorf. Oder durch die Stadt. Wie auch immer wir das nennen wollen. Hier ist übrigens der neue Baumarkt, der auch mit der Version 3 neu gekommen ist. Da kann man Paletten kaufen, wenn man möchte. Da kann man mit seinen Geldkassetten hingehen und einkaufen. Ich möchte da nicht einkaufen jetzt. Paletten mache ich selber. Aber es gibt eben die Möglichkeit. Man denn möchte. So.
wie gesagt, tanken ist gleich auf jeden Fall mal angesagt. Hier der MAN hat noch genug, aber so die ganzen Traktoren, da geht's so langsam Richtung Null. Wird auf jeden Fall immer bedeutend weniger. Und was wir auch noch machen, ist gleich den... Wir gucken gleich mal, dass wir den Milchtransporter vollkriegen und die Milch zur Molkerei bringen. Und dann damit mal die weiter verarbeiten lassen, weil dann können wir nämlich auch bald die neue Bäckerei beliefern. Können auch mal ein bisschen Kuchen und so uns da abholen. Ah, was ja auch mal ganz spannend sein kann, wie das denn so funktioniert. So. Wir sind da am Hof. Ich bleib erstmal hier so stehen. Das stört hier ja nicht wirklich. Guck mal, wo denn. Da ist der Deutz, den machen wir aus. Den können wir gar nicht ausmachen, weil der noch im Follow-Mode ist. So, jetzt ist er aus. Siehst du, der steht hier noch bei Lidl. Mit dem haben wir hier ein Bierfässer hingebracht und verkauft. Ein weiterer Grund für unseren extremen Reichtum gerade. Also, ne, macht sich ja nicht schlecht. 4 Millionen gleich. Da kann man schon was übernehmen hier an Feldern oder so. Und an neuen Geräten. Aber bevor wir irgendwelche Felder kaufen, wie gesagt, ist jetzt erstmal angesagt, Fahrzeuge, soweit wie es geht, zurück zur Basis, zum Hof. Damit wir dann für die Ernte alles vorbereiten können. Wir brauchen auch eigentlich noch in Zukunft dann demnächst mal ein paar Schneidwerkswagen, weil im Augenblick habe ich keine, und zu den Feldern, die dicht bei uns am Hof sind, ist das natürlich kein Problem hinzukommen, aber zu den Feldern, die ein bisschen weiter weg sind, da komme ich dann mit meinen breiten 13,50 Meter Schneidwerken schon nicht mehr hin. Das ist dann nicht so schön, und deshalb müssen wir uns auf jeden Fall mal Schneidwerkswagen holen. Ich hatte schon welche, aber das passte nicht. Da habe ich die Schneidwerke nicht drauf ablegen können. Und das war natürlich nicht so schön und relativ sinnbefreit. Ja, es hat zwar in irgendeinem Forum, habe ich dann gelesen, dass man in dem Mod irgendwie einen Eintrag ändern kann und dann, also nicht vom Schneidwerkswagen, sondern vom Schneidwerk. Und dann funktioniert das auch. Aber es kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass ich jetzt hier die Mods noch modde. Also, ja gut, klar, machen kann man das. Aber ich hab's eigentlich nicht vor. So. Unsere kleine M82-Sammlung. Einer fehlt noch, aber der steht, glaube ich, schon da hinten. Ja, der steht da hinten schon drin. So, ich bleibe erstmal hier stehen. Lauf jetzt mal rüber zum Milch-LKW. Dann kann die Molkerei ja schon arbeiten, wenn wir den Rest machen. Macht ja keinen Sinn, wenn wir hier alles wartet und wartet und wartet. Nichts passiert. Mal sehen, ich hoffe, dass wir den voll kriegen. So, holen wir mal die Milch aus der Milchkammer ab. 30.000 Liter passen hier hinten rein. Könnt jetzt natürlich ins Tiermenü gucken. Boah, ich kann mich auch einfach überraschen lassen. Und es läuft und läuft und plätschert so langsam da hinten rein. 30.000 Liter Milch ist auch schon eine Ansage. Die muss man erstmal trinken. Aber steht ja auch auf dem Anhänger, auf dem Trailer. Milch macht müde Männer munter. Ja, Milch... müde bin ich nicht. Aber wozu mal ein Glas Milch? Sage ich nicht nein. So. Ah, der hat aber auch ganz schön zu ziehen. Das merkt man schon. Ah, da sind die Kühe. Könnten eigentlich noch mal ein paar Schafe kaufen auch.
dass wir ein bisschen mehr, ein bisschen schneller vor allem Wolle produzieren. Das dauert dann hier dann doch schon ganz schön lange teilweise. So. Eigentlich müssen wir hier auch mal einen Cosplay-Kurs für aufzeichnen. Wobei ich glaube, das ging irgendwie gar nicht. Mit dem Milchträger oder irgendwie was war da. Ich glaube, ich habe da sogar mal einen aufgezeichnet und das funktionierte nicht. Auch das mit dem automatischen Beladen ging nicht oder so. Aber das können wir auch irgendwann nochmal probieren. Heute schaffen wir das nicht mehr. Ich bin froh, wenn wir heute noch vernünftig zum Hof zurückkommen. Und wenn ich dann vielleicht auch noch den Diesel-LKW gekauft kriege, weil ich habe schon Diesel in der Raffinerie. Den würde ich da gerne abholen. Wobei, ich habe ja jetzt eh schon den Upgrade auf 3.0 gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der den Diesel übernommen hat oder ob der den dann jetzt auf 0 gesetzt hat. Das wäre jetzt sehr ärgerlich, aber auf der anderen Seite auch nicht zu ändern. So, Milch abliefern. Und dann kann hier erstmal schön weiter produziert werden. Das brauchen wir für die Bäckerei. Können wir auch verkaufen oder einlagern oder whatever. Je nachdem, wie die Preise sind. Wobei, da wir eh vieles erstmal für die Bäckerei brauchen, macht es auch keinen Sinn, dann die restlichen paar Sachen noch zu verkaufen. Hier vorne kann ich übrigens Milch direkt verkaufen. Was ich aber nicht vorhabe. Ich lasse sie lieber verarbeiten. Und dann habe ich vernünftige Produkte, wo ich dann mehr Geld für kriege. Der direkte Milchverkauf geht zwar schneller, aber ich glaube, mehr Geld verdiene ich, indem ich die fertigen Produkte nachher verkaufe. Aber ich habe es eigentlich nicht vor, Milch einfach so direkt zu verkaufen. Fällt mir aber ein, jetzt irgendwie in einer der letzten Folgen kriegte ich auf einmal eine Meldung, dass ich irgendwie 32.000 Euro durch Milchverkauf bekommen habe. Wird Milch einfach so von sich aus verkauft hier, ohne dass ich da Einfluss drauf nehme? Ich habe irgendwann mal sowas gelesen, meine ich, aber ich weiß nicht, wie das wirklich ist. Schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Gab es da nicht auch so ein Schild, das habe ich irgendwo mal bei den Mods gesehen, dass man aufstellen muss und dann wird die Milch nicht mehr automatisch verkauft oder so? Ich weiß es nicht. Können wir nochmal eben schon mal den Rest hier aus der Milchkammer holen. Dafür muss der Motor aber nicht laufen. Ach nee, ich kann da gleich direkt nochmal hinfahren. Kann ich nicht. So, ausgestiegen. Nicht schön geparkt, aber okay, funktioniert. So, was machen die hier? Willi räumt auf. Was machen überhaupt die Tiere? Tür. Alles super. Milchtank minus 1 Liter. Aha. Das heißt, jetzt muss 1 Liter eingefüllt werden, damit der leer ist. 63 Kühe, alles gut. Schafen ist auch alles gut. 2800 Liter Wasser haben die noch. Ja, das reicht alles. Weine haben wir noch nicht, weil wir noch keine Früchte wie Kartoffeln oder Rüben haben. Gucken wir mal, was denn jetzt hier der Shop sagt. Weil ich muss hier ja noch einen Dieseltank kaufen. Doch irgendwo gab es so. Hier mit drin? Ne, das ist Fortuna Nummer. Irgendwo gab es doch das Kotte Universal Pack, was ich hatte. Da. Universalfässer. Ah, ich würde zwar ja ungerne hier so ein Shell-Teil kaufen. Aber Agrarräder. Aber warum nicht? Felgenfarbe ist mir relativ egal. Kaufen. Ja, möchte ich kaufen. Okay.
Ein Einkauf steht beim Händler bereit. Wunderbar. Räumen wir hier erstmal auf. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Hinterlasst mir einen Like oder einen Kommentar. Abonniert mich, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.